Hallo! Wir wollen weiterspielen bei Tony Hawk's American Wasteland. Ich habe maximal keine Ahnung mehr, wie weit das hier noch in diesem Spiel geht. Ich weiß nur, dass ich beim letzten Mal nicht mehr wusste, wo ich hin muss. Aber ich weiß sogar jetzt, wo ich weiß muss, denn wir haben ja schon weitergespielt. Also, ich habe das ja schon freigeschaltet, da wo ich als nächstes hin muss. Und zwar in diesem komischen Fahrstuhl muss ich hin. Und der bringt mich zu der neuen Welt. Jetzt war die Frage, wo war der Fahrstuhl? Ne? Der Fahrstuhl war da, wo... diese Polizei war oder auch was das war, dieses komische... Naja, der eine Skate-Shop auf jeden Fall hier. Genau, der war nicht hier, weil das ist die Anfangswelt. Genau, sondern der war, glaube ich, in den Abschnitt hier gewesen. Doch, das ist doch falsch. Aber erstmal in diesen Nicht-Ladescreen hier reinfahren. Das Spiel ruckelt auch überhaupt gar nicht, weil es die nächste Ecke laden muss. Wenn die es wenigstens ein bisschen versteckt hätten, ne? Aber nein, es ruckelt und lädt wie nichts Gutes. Nämlich in der Hinsicht dann immer so ein bisschen wie an Midwood Prime damals, wo er dann auch immer geladen hat. Also du hast es gehört in CD-ROM-Laufwerk die ganze Zeit. Und dann bium, ging die Tür auf und du wusstest dann, ja, jetzt hat er die nächste nächsten Raum geladen. Aber naja, sie haben es versucht, so gut zu vertuschen, wie es nur geht. Mein Gott, ey. So, denn jetzt sehen wir hier ganz viele, ganz viele. Hey, locals only, chump. Get off my back. I'm just here to see Alva. Wait a minute. Are you the skater putting together the skate ranch with Iggy? Yeah? Why? I heard about you. Look, it's hard to see Tony. You have to impress his posse first. Then they might let you see him. Oh, great. You'll do fine. Be on the lookout for cool skate ranch pieces, too. They're all around Santa Monica. See ya! Okay, ich will Tony beeindrucken und gleichzeitig sammle ich noch wieder irgendwelche Sachen ein. Okay, aber auf jeden Fall sind ja tonnenweise Ziegeldinger. Wahrscheinlich ja tonnenweise Müll zu mitnehmen. Ja, ich nehme gerne Müll mit, weil den muss ich dann wieder skaten und Punkte machen. Und das ist ja die Hauptaufgabe dieses Spiels, ne? Müll sammeln, so ungefähr. Hey, tough guy. You wanna help me out and I'll help you's out? I got this freaking idiot boss. I'm telling you, the guy just graduated from jerk school. He wants me to demo these stairs here on my lunch break. So here's the deal. You knock down these stairs here, and I'll get him to that skate ranch right on the company dime. Yeah, I'm down for it. Here's what you do. The salt air's done most of the work, rusting out them bolts and such. You just gotta clear the stairs and land at the bottom with a big bang. Bada bing. And try doing an impossible while you're at it. Ein impossible? Was ist denn? Achso, das ist einfach nur ein Skate-Trick. Das heißt, und dann... Yeah, that got him started. But keep at it. Try doing it three more times. Stimmt, wirklich dreimal? Oh, das geht jetzt nicht. Ich muss mal wieder hochkommen. Hallo? Ja, da hoch! Hoch! Der Start von seinem Skateboard hab ich mal... Musst du mal gucken, wie ich dachte, das war. Oder du nimmst einfach hier... Wo ist der Scheiß hier denn da, ne? Die scheiß Halfpipe hier. So, ein Impossible. Fucking zwei Impossible. Haben wir gleich. Aber zum Glück hat er mir extra viel Zeit gegeben. Scheiße, ich zieh lieber nix hier. Oh, das geht nicht. Was? Gerade, warum gehen davon die Dings hier kaputt? Das Gelände. Das macht ja gar keinen Sinn. Gehen da die Treppen von kaputt oder willst du das ganze Treppending mitnehmen? Scheiße. Er hat einen anderen Trick gemacht, die Schweinesau. Ich hab mal gedrückt, ich schwör, ich hab gedrückt. Ich sag jetzt, wir haben hier lange Zeit, ne? Jo, siehst du, das war ein Impossible. Und jetzt kommt der dritte Impossible, wenn ich jetzt die richtige Taste drücken würde, um auf dem scheiß Skateboard abzusteigen. Concentration! Geht doch. There you go! That thing's swaying more than me after happy hour at the Donkey Punch Brewhouse. Okay, now try one last big one. This time do a 360 impossible over it. Ein 360 impossible, wie geht denn das? Was? Push off and 360 impossible hoch, kick und was? Nee, was will ich? Ach, hä? Was meint denn damit? Plus L. Weil, das ist ein Dings hier? Da muss ich noch eine Taste dazu drücken, ja? Ach so. Haha, ich bin doof. Ich will einfach nur, dass ich mich scheiß 360 Grad drehe. Oh, ist das dumm. Ich könnte kurz. Nee. Was
das heißt hier, Gott, das ist aber echt tatsächlich schwer, weil ich glaube, du musst die Taste dafür benutzen, dass du die drehst. Wie das ist das überhaupt? Ich glaube hier, ne? Ja, tatsächlich. So, da muss ich mir jetzt 360 Grad drehen und gleichzeitig nichts machen. Das heißt, ja, musst du tatsächlich sogar ganz schön viel machen. Doch, ja, ganz schön schwer. Figured it would have taken you at least 8 or 3 more times, but you did it. I'll get my boys to back up the truck and take this to the skate ranch. After my lunch, you freaking jerk. Stumpf. Tatsächlich habe ich aber die ganze fucking Treppe abgerissen und nicht nur das Gelände. Ich hatte wieder das dumme Gelände hier abreißen. Oh nein. Aber das ganze Ding. Okay. Alles klaro. So, aber wo ist hier der Skate-Shop hier? Ivanto make Stadtpunkte. Hier muss bestimmt irgendwo der sein. Hier Skateboardladen. Ja, doch, da vorne ist das Ding dran. Mal gucken, was wir schon hier machen. Eher 70 Feet high. Okay. Ich weiß nicht, wie das machen soll. höchstens von oben nach unten. Aber ich glaube tatsächlich, dass es nicht erlaubt. Ne? Also beziehungsweise, ich glaube, das akzeptiert er nicht. Du musst schon voll hoch machen. Und was mache ich jetzt gerade hier? Volle Scheiße mache ich hier gerade. Die scheiß falsche Taste drücke. Siehst du, wieder die falsche Taste gedrückt. Mann, ich bin so ein Profi-Skateboard. Ich drücke andauernd über die falsche Taste. Genau, ich wollte nur hier einen Scheiß Dings machen. So, mal gucken, ob was akzeptiert. Nee, akzeptiert er nicht. Okay, ja, das akzeptiert er. Wow, hoch genug, ne? Uiuiui, 70 Feet. Das gibt einen Switchpunkt. Ah, guck mal, wie die hier ist. Hey there. Hey. You following me? Maybe. Maybe not. Or maybe I'm just scoping out new stuff we can get for the skate ranch. See anything you like? Yeah, I see something. That shark head over there. Oh, that, yeah, oh yeah. No, I saw that too. That'd be righteous if we could finagle that thing. Yeah, it would. You should use that kicker next to me to acid drop on top of the head to get it loose. Look at you all busting out the skater lingo. Don't forget who styled you out with half the tricks you know. Now get your cocky butt up there. Ich soll Ace Drop da drin. Machen wir Ace Drop. Now stall on the nose a few times. I can see it breaking away. Das ist ein Nose-Stall. Was soll die machen? Du Frido-Stall. Er und das Sharkhead. Was soll ich die machen? Was ist denn Stall? Drehen und er? Er meint der wahrscheinlich grind oder was, ne? Das heißt, den hier? Okay, also tatsächlich, das meint sie. Okay. Ganz ohne Scheiße. Ich hab echt vergessen, dass es den Trick überhaupt gibt hier. Stall. So, die 2 und die 3. Gerade er beschreibt mir auch immer von wegen, wie ich das nicht drücken muss und trotzdem weiß ich nicht, was er meint, ne? Ja, super. Das war nicht der Hai. Oh, ich bin der Tony Hawk-Gott, ey, Mann! Online mache ich alle fertig. Ja, glaube ich nicht. Shark Attack! Good job! Now go look for some more stuff. I'll call Murphy and get him to hook me up with a truck to get this to the ranch. I'm sure he knows a guy. Yay, aber Hauptsache, fragen wir auch jedes Mal, willst du zurück zur Ranch? Nein, Digga, ich hätte noch so viele Ziele. Wenn ich für jedes Scheißteil zurück zur Ranch gehen würde, würde ich einfach hier in 20 Jahren noch hängen. Hey, man, where you think you're going? Yeah, I want to talk to Tony Alva. Yeah, and I want a diamond in my front tooth, but that ain't happening either. Come on, man. TA, don't just talk to anyone. You show me you can shred, then I'll see what I can do. Let's see if you can gap from this planet to that one without touching the ground. Okay, grinden. Jede Menge grinden. So, ohne den Ground zu touchen. Das heißt, du musst ja... Scheiße, wie sollst du das machen? Kommen wir gar nicht rüber. Grinde kostet Brenner, du willst überhaupt touching the ground. Oder sollst du hier gerade ausspringen? Achso. Ha, ha, ha. Tatsächlich so gemacht worden, okay. Way too easy, Sleazy. Time for something more hardcore. Try getting up here.
without touching the ground around the theater. Mache ich das gleiche wie du oder geht das nicht? Bestimmt nicht erlaubt. Nein, Schwein. Achso, ich darf das da auch nicht berühren, okay. Da sieht man ja eigentlich schon, wie du machen musst, ne? Du musst diese komische Lineale benutzen. Oh ja, oder das Ding benutzen? Ach nee, das Ding kannst du benutzen. Ja, diese komische Stange, die hier oben ist. Wenn ich hier drauf grinden könnte, kann ich aber nicht. Nein, ich würde verkacken. Nice work, kid. I don't know though. I guess I might tell Alva about you. Oh, thanks. See you around then. Da ist noch nicht Tony Hawk, sondern Tony Alva. Hey, kid, wait. Tell you what. You reach me without touching the ground, I will definitely talk to Alva about you. Es kommt zu ihnen, ohne den Links zu berühren. Okay. Also ich muss aber nur die ganze Zeit links rein. La 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 la. Scheiße. Aber wäre ja schon der richtige Weg, ne? Scheiße, Mann. Retreises Mission. Das heißt, du hast ja theoretisch UE-Zeit, ne? UE-Zeit. So. Warte, steig mal ab hier vom Bord. So, und dann kann man sich mit irgendeiner Taste. Kann man sich hier ranhängen. Komm. Hallo, ich bin doch da. Yeah! Oh man, I'm gonna call you Gnarly Charlie. I'll for sure put the word in with Alva for you. Yay! Oh, irgendwie stumpf, dass ich da abhaue und dann so, ja, komm dann zu mir und dann talken wir auf jeden Fall. Ich habe keine Zeit, mit Tony Allweil mich zu kümmern, weil hier sind noch Teile für mich. Teile für den Schrott, Teile zum Grinden, Teile zum Skaten. Hey man, see that sign? That there is Corporate America saying, hey little people, come here so we can take all your cash. That sign represents the man sticking his claws in the wallets of Joe everybody and sucking them dry. That sign's gotta come down, bro, so the man can see he ain't the man. You gotta launch up there using these kickers and get jamming on the tricks I holler your way. You know what I'm saying, dude? Okay, ich soll einfach nur da stumpf rüberskaten und dann die Scheiße machen, die er sagt. Muss ich eigentlich komplett immer rüberskaten oder ist das egal? Scheiße. Ich muss das Ding auch immer treffen, ne? Teilweise kriege ich die ja auch, glaube ich, hin, ohne... Wieso muss ich das Ding überhaupt treffen, ey? Fick dich! Das Ding ist bald voll, nur wenn ich das Scheißding treffe. So, ich habe jetzt einfach wahllos irgendwie Tasten gedrückt. Ah, siehst du, ich habe tatsächlich sogar einige Dinger gemacht. Wahnsinn. Obwohl ich wahllos wirklich nur irgendwie Tasten gedrückt habe. Wahllos! Wahllos! So, Nussplanzeit, Nussplanzeit und Nussplanzeit. Scheiße. Mann, wollt ihr euch auf das Scheißding treffen? Das Ding ist so klein. Not, blunte Seite. So, ein... ein Nosegrind. Ein normaler. Okay, ich habe ja irgendwie was anderes gemacht. Deswegen wahllos einfach Tasten drücken, das klappt immer. Jetzt macht er wieder im Land sein. Ah. Du kannst ja theoretisch auch schummeln. Hauptsache, du Grind ist, glaube ich, wenigstens einmal da drauf. Oh man, you the man, man! I will be once I get this sign back to the skate ranch. I'll check you later. Have a good trip. Where am I going, dude? Back to the 60s. Oh yeah, right. Thanks, man. Bon voyage! Ja, wo gehe ich denn hin? In die 60er. Stumpf. Aber sind hier noch mehr Dinger? Ja, tatsächlich noch jede Menge. Sag ja, jedes Ding ist bestimmt, hol dir einen Teil aus einer.